Musikparadies, das Magazin, immer wieder neu und aktuell auf www.hitparadies.de. Und damit herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Promi-Geflüster. Wir sind heute in Filderstadt und dort gibt es eine große Künstlergala, moderiert von dem Schlagermoderator schlechthin. Jahrelang hat er die ZDF-Hitparade moderiert, nämlich von Uwe Hübner. Und ihn, wie gesagt, haben wir jetzt gleich im Interview. Uwe Hübner ist jetzt an meiner Seite, der Mann, der für deutschen Schlager steht. Er vertritt ihn wirklich bestens. Hallo und herzlich willkommen im Promi-Geflüster. Hallo Frank, grüß dich. Tja. Darf ich mal zuerst eine Frage? Wie fühlst du dich denn eigentlich jetzt so als Interviewer? Das ist schon mal wieder ganz was anderes, aber mittlerweile in den 4 Jahren hat man sich schon dran gewöhnt. Ja, ich habe das wirklich bewundert. Also du hast mit mir ja nie erzählt, dass du es machst. Wahrscheinlich hast du still und heimlich erstmal angefangen, aber es ist prima inzwischen entwickelt. Ja. Finde ich richtig gut. Danke, danke. Tut gut, von einem so erfahrenen Mann sowas zu erfahren. Gut, gut. Ja? Nee, ist schon, hast du wirklich verdient, auf jeden Fall. Danke. Gut, also deutscher Schlager. Wie siehst du momentan seinen Stellenwert? Weil wenn man jetzt wieder liest, überall kommt er wieder aus dem Fernsehen weg und wird verbannt. Es ist schon kurios, also die Plattformen brechen immer weiter weg. Im ARD Hitnacht haben wir momentan die Angst, dass weniger Schlager gespielt wird. WDR 4 hat sein Programm umgestellt. Die NDR Hitparade mit Inka Bause ist eingestellt worden und, und. Es tut einem schon weh, weil die großen Medien, die uns eigentlich, die wir unbedingt brauchen, die wir als wichtig empfinden und die natürlich auch die Künstler von früher erkennen, die sind nicht mehr da. Man wird umdenken müssen, da müssen völlig neue Dinge her und ich meine, das Internet hat sich ja auch ganz gut entwickelt, auch für den Schlager sicherlich, aber die großen Sachen sind wirklich nicht mehr vorhanden. Das macht den Kleineren natürlich viele Sorgen. Die Großen können fast ein bisschen drüber schmunzeln, denn die haben vor allem ihr Live-Geschäft und da sind natürlich Leute wie Helene Fischer, Andrea Berg, die Flippers ja bei ihrer Abschiedstournee und viele andere, also Semino Rossi zum Beispiel, die haben die Hallen voll und das ist dann sensationell, muss man sagen. Auf alle Fälle. Aber du setzt dich nach wie vor ja wirklich intensiv ein. Auch bei Facebook kam jetzt erst wieder der Aufruf, wir suchen junge Leute. Was hast du genau vor? Das sind verschiedene Sachen. Also wir haben hier alljährlich einen Künstlercontest, der sehr gut läuft, weil wir da wirklich interessante junge Leute A, die Chance geben können, also promotionmäßig sich bei Events zu präsentieren mit großen Künstlern zusammen. Und wir bieten ein Promotion-Paket über Hitparadies an, das 3.000 Euro wert ist. Wir rufen jetzt wieder in den nächsten Tagen und Wochen zum neuen Contest 2012 auf. Sieger K.O. zum Beispiel, eine junge Dame, wurde von André Stade entdeckt, wird jetzt von Claudia Jung gemacht. Der Tommy Walter, der zweite Sieger, haben wir zu immer wieder sonntags bringen können. Stumann ist noch jetzt sehr neu, aber das ist sehr, sehr schön. Und dann gibt es ja noch die DJ-Hitparade, da sind wir jetzt mit einem Komponistenwettbewerb gerade dran. Es läuft immer sehr viel über Wettbewerbe, erstaunlich. Also die Hitparade lässt nicht locker. Der Kampf der Giganten möchte schon stattfinden, auf jeden Fall. Aber Hauptsache, man entdeckt junge Leute und da werde ich mich weiterhin dafür einsetzen. Du hast es jetzt gerade eben nochmal erwähnt, Hitparadies, hier ja, haben wir es nochmal. Ich habe es auch am Anfang schon mal reingehalten. Was ist es genau? Es gibt ja eine Fernsehsendung dazu. Also wir haben ein Portal entwickelt, ein interaktives Portal, das sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben die DJ-Hitparade mit dazu entwickelt. Das ist Deutschlands momentan wichtigster Pool, der DJs vereint und die letztendlich auch Charts spielen. WDR 4 zum Beispiel spielt unsere Monatscharts. Das haben wir vereint in diesem Heft. Da ist ein bisschen Klatsch und Tratsch drin, alles was dazugehört. Aber wir haben auch zum Beispiel hier dann die Monatscharts mit drin, die in Diskotheken ausgehangen werden. Ja? Und die werden wir jetzt ab der nächsten Ausgabe sogar noch größer fahren. Aber es sind Interviews drin, Trends, Analysen und so weiter. Und manchmal sind wir ganz stolz, dass wir ganz besondere Bonbons anbieten können, wie zum Beispiel dieses Poster von Helene Fischer. Also das haben sich schon einige Rundfunkredakteure an die Wand genagelt. Hallo! So muss es doch sein. So muss es sein. Und natürlich Fans und Künstler und so weiter. Also Plattenfirmen, Rundfunkleute und so weiter hören das auf jeden Fall. Wie kommt man denn jetzt an dieses Hitparadies? Da kommt man ganz einfach über www.hitparadies.de natürlich ganz dran und die DJ-Hitparade ist über www.dj-hitparade.de zu finden im Internet. Sehr schön. Und heute Abend, deswegen warst du auch hier bei der Goldenen Künstlergala, man kann es jetzt ruhig nochmal sagen, du wurdest ausgezeichnet für 25 Jahre Bühne. Ja, das ist schon so lange her. Es ist wirklich lange her. Ich habe es auch auf der Bühne erzählt. 1986 ging es los. Am 11. März war das. Da wurde ich zum ersten Mal vom Fernsehdirektor des Süddeutschen Rundfunks gebeten, vor die Kamera zu gehen, weil Bernharda Buch, vielleicht sagt es noch so manchen, war ja die große Chefansagerin des Süddeutschen Rundfunks, bundesweites ARD-Programm. Und der habe ich ja die Texte auch geschrieben, also ihren Kolleginnen auch, aber besonders ihr. Und als sie dann mal wieder einen Text von mir als Jungredakteur gelesen hatte, den musste sie auswendig lernen, das war ein bisschen mehr Arbeit. Hat sie auf gut Schwäbisch in der Maske mit Lockenwicklern gesagt, soll er das Scheißdreck doch selber machen. Und das hörte mein Fernsehdirektor und er war begeistert. Er hat gesagt, ja, einen jungen Mann, den können wir gebrauchen. Das war mein Anfang im Fernsehen. Und ich denke mal, es hat wirklich nicht geschadet, den
Schlagerleuten, den Fans und so weiter. Und da hast du wirklich viel Gutes getan. Ich sag mal so, jede Zeit hat ihre Helden. Wir wissen alle, es gab die ZDF-Hitparade, es war auch meine Glanzzeit. Heute verlagert sich das Ganze ein bisschen in den Hintergrund, mit solchen Sachen natürlich in den Vordergrund. Aber ich mache ja auch viel im Hintergrund, zum Beispiel als Manager. Michael Fischer, den ich heute hier präsentieren durfte, ist ein wirkliches Ausnahmetalent für mich. 1993 habe ich Rosenscholz entdecken dürfen, seitdem habe ich nie mehr so ein gutes Gefühl gehabt bei einem jungen Mann. Und der wird auf jeden Fall Karriere machen, da bin ich 100% sicher. Aber gerade das ist das Tolle, wenn man Qualität findet und die dann richtig fördern kann. Dazu sind wir Alten ja eigentlich da, dass wir den Jungen dann nach vorne helfen. Genau. Und ich denke mal, und ich hoffe mal, sage ich jetzt mal, vielleicht mit dem Promi-Geflüster auch ein bisschen weiterhelfen zu können. Denn auch Schlager und Volksmusik findet bei uns wirklich sehr viel statt. Nicht nur, aber doch schwerwiegend. Das ist wichtig. Also man muss die Leute zu Wort kommen lassen. Und ich finde alles schön, wenn man merkt, dass hinter den Künstlern Menschen stecken, ganz einfach. Ja, man kann auch mal hinter die Kulissen schauen, so wie wir das jetzt gerade erfahren. Das ist auch ganz interessant und aber auch manchmal wichtig. Wir haben ein anderes Medienzeitalter. Wir müssen heute keinen Schein mehr wahren. Wir müssen keine Geschichten erfinden, damit wir draußen glänzen. Die Leute können durch das Medium Internet vor allem natürlich auch sehr nah an uns dran. Und dem müssen wir uns stellen. Und dann kann man echt und ehrlich sein und authentisch. So ist es. Und dafür wünsche ich dir jetzt viel Erfolg. Danke. Mit deinem Hitparadies, dass dann noch viel, viel Nachwuchs von dir entdeckt wird und gefördert wird. Gerne, gerne. Und ansonsten eine gute Zeit. Danke. Alles Gute dir. Danke dir, Frank. Danke. Bis bald. Alles Gute, ja? Genau. Und tschüss.